Und ohne Umschweife geht's schon weiter. Ja, seit der letzten Aufnahme sind genau 2 Sekunden vergangen. Deswegen weiß ich noch relativ genau gut. Relativ gut, was wir in der letzten gemacht haben. Wir haben festgestellt, dass wir Quentin leider nicht mehr bestrafen können und dieser Quest Sammlung. Mit dem Dings mit dem Konrad da und Locke, leider der ist auch fehlgeschlagen. Oder der ist fehlgeschlagen, der andere ist ja erfolgreich gewesen, aber nicht auf die Art, auf die ich es gerne gehabt hätte. Ja. Das ist letzte Folge passiert und ich habe mich dazu entschieden, meine Gegner jetzt entweder Locke oder Quentin zu nennen. So, das da ist ein Locke. Ich kann nicht. Ein dummer Locke. Und gleich ein toter Locke. Okay, dieser Magier da hinten ist auch so ein Locke, weil der ist so hinterhältig. Und beschießt uns mit Magie. Okay, wir sind auch Fernkämpfer, aber wir sind wenigstens ehrenvoll. Ich kann nicht. Ja, hier ist es ein bisschen verzwickt mit dem Hin- und Herrollen und Springen, denn man könnte hier ganz leicht runterfallen. Hier, der Heiler nervt einigermaßen. Deswegen habe ich ihn ja auch Locke genannt. Aber wenn er im Nahkampf verzwickt ist, hat er auch keine Chance. Ja, hier hat man es auch gesehen, wir waren nur ganz kurz bei denen und schon haben die uns so dermaßen viel Damage gemacht. Nein, das war knapp. Aber ich denke nicht, dass sie jetzt eine größere Überlebenschance haben. Vielleicht, wenn sie gegen Richard kämpfen würden, aber nicht gegen mich. Oder gegen uns, eher gesagt. So, beide sind jetzt tot. Jetzt bleibt nur noch dieser Locke da hinten. Noch nicht. Und das auch nicht mehr lange. So, Locke, gleich bist du tot. Gewöhn dich an dein Schicksal. Wieder dieses berühmte Magier-Duell, das ich jetzt so häufig angesprochen habe. Magier gegen Fernkämpfer, wer gewinnt wohl? Richtig, ich. Ja. Wir folgen jetzt mal dem Weg hier. Mal sehen, wo er uns hinführt. Hoffentlich nicht in Goblin-Paarungsgebiet. Darauf hätte ich jetzt überhaupt keine Lust. Gerade wollte ich die Waffe wegstecken. Mir ist gerade aufgefallen, keiner von denen hat uns ein Goblin-Herz gegeben. Ja, dieser ist wieder schon so ein scheiß Magier. Oder Heiler ist das ja eigentlich. Um genau zu sein. Man kann immer noch nicht in der Luft schießen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das ja irgendwie erlernen. Ich fände es sehr praktisch. So. Okay, der Heiler ist sehr weit zurückgefallen, deswegen wird er denen jetzt nicht helfen können. Wir waren von 3 Seiten eingekesselt, aber es gab noch eine Seite. Und die haben die übersehen. Das war jetzt dann ihr Fehler. Noch nicht. Dieser Quentin hier ist jetzt auch gleich down. Und hier der Locke auch. Wir sind ausgewichen. Das war jetzt ein sehr einseitiger... Das war jetzt keine Win-and-Win-Situation, das war eine Win-Situation für mich. Verdammt, wir haben wieder sein Dingsgebiet verlassen, deswegen wird er jetzt gleich umdrehen und zurücklaufen oder sich porten. Mal sehen, wir können ihn angreifen, bringt aber nicht viel. Dann werden wir jetzt mal in sein Gebiet wieder gehen. Mal sehen, ob er uns irgendwann mal angreifen würde. Hallo. Nee, ist ihm egal. Auch wenn wir ihn vergiften. Ja, er hat nochmal gefurzt. Wir beschießen jetzt einfach mal von hier aus, denn gleich müsste er eigentlich umdrehen. Ja, okay, 2 Magier. Mir ist auch aufgefallen, ich habe bis jetzt kaum Tränke verwendet. Ich glaube aber, dass sich das in Zukunft ändern wird, vor allem wenn... Ach Gott. Wenn es solche scheiß Quentins oder Lockes gibt, die diesen dämlichen Häuptling da heilen. Ha, hast du dir wohl so gedacht, ne? Hast du dir wohl so gedacht, ne? Scheiße. Ja. Also an Leben geht's langsam zu Ende.
Aber der Häuptling auch. Ich kann nicht. Oder bei dem auch. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, 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 verdammt. Hoffentlich kommen wir hier nochmal hoch. Das wäre jetzt nämlich scheiße ärgerlich, wenn nicht. Der war nämlich so gut wie tot, dieser scheiß Häuptling da. Oh. Wo ist der Häuptling, ey? Ist jetzt nicht wahr? Ey, ganz im Ernst. Das Spiel verarscht mich. Komm, jetzt spring da hoch, Junge. Springen. Genau. Okay, der Häuptling ist noch da. Alles gut. Häuptling tot. Ein kurzer Quicksave. Puh. Das war jetzt mal knapp. Mal sehen, die Heiler sind nicht da. Die haben den Häuptling auch aufgegeben. Ich kann nicht. Ja, okay, ein bisschen Abstand gewinnen, damit wir wieder den Fernkämpfervorteil haben. So. Jetzt ist noch ein Heiler über. Auch nicht mehr lange. Ja, also irgendwie, eigentlich brauche ich gar nicht richtig auszuweichen, brauche nur einen Schritt zur Seite zu machen. Jetzt merkt man auch schon, wie sich das Weisheitstalent lohnt. Also ich konnte es jetzt noch nicht skillen dieses Mal. Hoffentlich beim nächsten Mal. Hier eine verschlossene Kiste, die wir leider nicht öffnen können. Ja, Lockpick hätte ich verstärken können, aber ich fand jetzt nur Trankwirkung wichtiger. So, wir betreten einen kleinen Goblin Cave. Nehme ich jetzt doch mal stark an, hier. Minenwächter. Also das war hier scheinbar eine Menschenmine, die dann von meinen Lieblingsscheißviechern überfallen wurden. Hier in einem von den Fässern ist was drin, in dem hier. Nee. Nicht gut. Oder nicht besser als das, was wir anhaben. So, stoßen wir mal weiter in den Dungeon vor. Hier, der hat was bei sich. Okay, Basilikum, das hat ihm jetzt aber dann auch nichts geholfen. Also wird es uns wahrscheinlich auch wenig bringen. Hier alles voll mit Leichen von den Minenwächtern. Etwas fett fahren. Da hinten sehen wir auch schon was. Ich frag mich gerade was. Genau erkennen kann ich es nämlich nicht. Knochenkrieger Stufe 8. Also die Goblins haben hier Hand in Hand mit den Untoten gearbeitet. Aber wir haben Glück, es ist nur ein Knochenkrieger. Verdammt, 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 verdammt. Ja, Kampf auf engem Raum gegen solche Viecher ist nicht so schön. Komm schon, komm schon. Ja, gut. Können wir hier drauf? Tatsächlich. Wir können hier drauf. Und er kann uns nicht treffen. Wie geil. Ja, also das ist cool. Und wusste ich nicht, dass man das in Dungeons kann. Das... Was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle? Oh, scheiße. Ich habe gerade nicht auf den Bildschirm geguckt, dann habe ich zurückgeguckt, dann war alles rot. Puh. Okay. Ja, leicht kann man mich nicht erschrecken, glaube ich, aber das war jetzt gerade schon übel. Puh. So. Alles wieder gut. Und wir plündern weiter. Warum mussten die gerade rot als Farbe wählen? Wenn da was Blaues gewesen wäre, hätte ich ja gesehen, okay, blau, das ist was Gutes. Weil eigentlich ist rot immer was Schlechtes. Irgendwie, dass wir... Leiche eines Bürgers, also hier haben auch Bürger gearbeitet scheinbar. Und die wurden während... scheinbar während sie geschlafen haben, dann mal sagen... Was soll sowas? Was soll sowas? Was ist passiert? Wo ist jetzt... Ist hier irgendwas... Ach, das hier sind... Ach so, das sind Schalter und Fallen oder was? Ich dachte jetzt, das wäre irgendwas, was ich nicht hätte vorhersehen sollen, weil das, diesen Schalter da hinten habe ich für einen Teppich gehalten. Den Schalter eben auch. Boah, ich dachte schon, ey. Na gut, dann gibt das auch Sinn, dass das rot war, weil eigentlich sind Fallen ja immer schlecht. Okay, der hier ist gleich tot. Ich bleib jetzt hier einfach mal stehen. Er kommt auch nicht an uns ran. Er heilt sich? Nein, er heilt sich nicht. Nicht so knapp? Nein. Ach, scheiß Viech.
Möge es ewig in der Hölle brennen. So. Okay, das tut derjenige, dem das Skelett gehört, wahrscheinlich eh schon. Also, wem die Knochen mal gehörten. Tatsächlich, also, ich finde, das sieht eher aus wie ein Teppich. Na, egal. Mal sehen, greift er uns an. Nein, wir können ihm auch noch keinen Schaden machen, aber gleich müsste er eigentlich. Komm schon. Wir beschießen ihn weiter mal einfach. Er dreht um, okay. Jetzt haben wir seinen dritten Punkt erwischt. Wir konnten ausweichen, ich weiß nicht wie. Ist aber auch egal. Habt ihr es gesehen? Also für mich sah das so aus, als hätten wir uns kurz in Nebel verwandelt. Na egal. Mit dem Anblick dieser schönen Leiche beende ich auch diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten.